Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Und wir sind immer noch im UFO irgendwie unterwegs und haben massiv gepowerlevelt. Und während wir hier so Powerleveling betrieben haben, ist uns aufgefallen, dass hier oben Kisten sind. Haha, Aquamarinreif. Und was haben wir hier noch? Ein Fläschchen Eau de Toilette. Ich frage mich, für wen der dieser Armreif ist. Gucken wir mal. Aquamarin, das klingt aber eigentlich nach Sailor Merkur. Probieren wir es einfach mal. Sailor Merkur. Wie sieht es bei dir? Ah, nee, die hat ja dieses Smaragd-Dinger. Reduziert. Steht das hier nirgendwo? Einfach nur Angriff plus. Aber es reduziert den Angriff für meine Sailor-Krieger. Sehr praktisch. Oh. Das ist mal was Gutes. Ein R. K-Linz. Was auch immer. Reduziert die Verteidigung, aber erhöht Tempo und Angriff. Das reduziert einfach alles. Die kriegt das jetzt einfach. Weil ich meine, Sailor Saturn ist eh schon ein Biest im Schaden machen. Vielleicht hat sie dafür. Kann sie dafür irgendwas nehmen? Nee, leider nicht. Na gut. Wir haben hier noch zwei andere Türen, die wir noch nicht angeguckt haben. Die hier. Da kann man nicht durch. Der Typ, bei dem kann ich mir Sachen kaufen. Wenn ich den Bock drauf hätte. Hustensaft, Hautcreme und so weiter. Nee, brauchen wir alles nicht. Wir sind jetzt wieder richtig gut OP. Hier ist auch eine Tür, die bringt auch nichts. Das heißt, wir waren hier zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. Das ist ganz gut. Und jetzt versuchen wir mal nur den rechten Weg zu laufen. Okay. Ah, ich verstehe. Man hat immer eine 50-50 Chance und einer davon könnte eine Sackgasse sein. Das heißt also, vorhin sind wir die ganze Zeit links gegangen. Wenn wir hier jetzt wieder rechts gehen, dann kommen wir wieder zu so einem Stein. Haha, ich habe dazugelernt, es gibt nur einen richtigen Weg. Scheinbar. Und jetzt gehen wir nochmal hier rein und da wird wieder so ein Stein drin sein. Sag ich doch. Sehr kreativ. Immer links lang, immer links lang. Ha, da sind wir wieder. Wir haben auf dich gewartet, Sailor Moon. Petite, warum? Warum willst du wieder kämpfen? Prinz Saphir hat uns zurückgeholt, als er wieder zum Leben erwacht ist. Alle meine Schwestern wurden darin verwickelt. Wenn du mich besiegst, werden meine Schwestern in der Lage sein, zu ihrem Schicksal zurückzukehren. Sailor Moon, besiege mich. Bertirite, warum? Wenn ich dich besiege, wirst du es verstehen? Du kannst dir nicht irgendein Schicksal, das du willst, aussuchen. Ja, ich habe bereits verstanden. Aber ich konnte allein nicht weglaufen. Bitte, besiegt uns. Kämpfen ist so schrecklich. Spüre die Liebe, Calaverite. Du musst noch etwas, du musst doch etwas fühlen. Ich kann sie spüren. Ich kann die Liebe meiner Schwester spüren. Aber leider haben wir uns das Schicksal ausgesucht. Ich flehe euch an, bitte haltet uns auf. Vergebt uns, Sailor-Kriegerin. So. Theoretisch sollte dieser Kampf jetzt um einiges schneller gehen. So, Kraft des Wassers. Moment, wir gehen hier auf einzelne Ziele an der Stelle lieber. Schwert der Venus und genau, wie heißt das Ding? Moment, Schwert der Venus und Macht des Schwertes. Aha, okay. Und wiederkehrender Tod. Und jetzt können wir hier dem, ja, das sind doch mal Zahlen, die sehe ich gerne. Naja gut, das nicht so. Oh.
Es macht nicht mehr so viel Schaden, das ist schon mal ganz gut. 2000. Das ist so übertrieben. Nochmal 2000. Macht der Liebe. Jetzt kommt so 500. Ne, 300. 500. So. Wie gesagt, das sind schon mal Angriffe, die funktionieren. Smack. Und damit haben wir es. Ha. So einfach kann es gehen. Könnte es gehen. Mal gucken, was noch auf uns warten wird. Und die nächste. Ich sag ja, wir müssen jetzt gegen alle vier gleichzeitig kämpfen oder hintereinander kämpfen. Wobei mit ein bisschen Pech müssen wir tatsächlich gegen alle, also gegen die letzten beiden gleichzeitig kämpfen. Aber so wie die Entwickler dieses Spiels die letzten paar Phrasen gemacht haben, würde ich fast behaupten, dass wir nicht gegen gegen die letzten zwei gleichzeitig, sondern gegen sondern nur gegen eine von denen kämpfen müssen oder nee. Wir trotzdem nacheinander gegen die kämpfen müssen, nicht gleichzeitig. Weil gleichzeitig würde ja bedeuten, dass das schnell gehen würde. Und schnell ist so eine Sache, die gibt es hier nicht. Hier gibt es nur Powerleveln oder Versagen. So, man sieht auch, selbst jetzt machen die Gegner wesentlich mehr als vorher. Und die geben Erfahrungspunkte. Das ist so übertrieben. Ich sag's ja. Die kommen einzeln. Habe ich's gesagt? Hat er gesagt. Hatte er recht? Hatte er recht. Okay. Okay, der Windschnitt war schon ziemlich mies. Aber wir sind noch alle nicht im kritischen Bereich. Das ist gut. Platsch. Oh, 600. Es wirkt ja so, als möchte Sailor Merkur auf einmal Schaden machen. Jetzt kommt hier so 200. Na, nee, doch nicht. Ganz so mickrig ist er dann doch nicht. Aber ich finde es beeindruckend, dass zumindest jetzt auch mal der Schaden der Gegner gestiegen ist. Also was heißt gestiegen? Also wirklich gestiegen ist er nicht. So, es zeigt einem einfach nur nochmal auf eine sehr gemeine Art und Weise, wie schwierig diese Fights sein könnten. Vergib mir, Sailor Moon. Nein, diese Kämpfe sagen dir einfach richtig ins Gesicht, machst du es nicht schnell, dann verkackst du. Machst du schnell, dann ist der Kampf relativ vernünftig. Also ja, wir sind massiv OP an dieser Stelle. Das muss man echt zugeben. Aber ich finde es halt eben trotzdem echt frech. Weil diese Kämpfe, es gibt ja, man kann ja nicht viel machen. Man bekommt keine neuen Fähigkeiten oder so. Man kann nur die alten Fähigkeiten immer wieder nutzen. Weil die haben auch nicht so den großartigen Unterschied. Also ah, okay. Sie ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen krasser unterwegs. Ja. Selbst die Tritte machen schon so viel Schaden. Macht der Liebe. Dann hier nochmal. Wie heißt das Zeug gleich? Kotelett? Nee, Eau de Cologne. Genau, um die EP wieder aufzufüllen. Kannst du nochmal einen Angriff machen. Ja, du haust einfach drauf. Du kannst immer noch deinen Angriff machen. Ich meine, überleg mal, hier wäre ich. Der Kampf. Boah, die Kämpfe hier hätten jetzt locker. Das war unnötig. Die Kämpfe hätten jetzt etliche Stunden gedauert, wenn ich alles nur mit Items gemacht hätte. Ich erinnere mich da an den Kampf,
in dem ich 20 Minuten gegen einen einzigen Gegner gekämpft habe, fast keine Items mehr hatte, aber dann gewonnen habe. 20 Minuten für einen Bossfight. Naja, egal. Es tut mir leid. Ich habe geschworen, niemandem weh zu tun, den ich liebe. Und nicht zuzulassen, dass jemand getötet wird. Ich wollte sie hier nicht bekämpfen. Im Laufe der Zeit könnte die Leben der Menschen ruiniert werden, wie die von Kermesite und ihren Schwestern. Ich will nicht kämpfen und solche Dinge den Menschen antun. Miau. Miau. Es ist eine Nachricht von Luna. Was ist los, Luna? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Wirklich? Wir sind hier auch fertig. Miau, 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 miau. Aber wie kommen wir wieder zurück auf die Erde? Miau, 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 miau. Eine gute Idee. Miau, miau, miau. Ich verstehe. Und was machen die Dinger hier? Sind das auch Portale oder ist das nur dieser eine hier? Das ist wirklich nur dieses eine Portal. Na gut, gehen wir hier durch. Auf die Erde zurückkehren? Ja, ich glaube, wir haben hier nichts mehr. Ja, Luna, hast du wirklich herausgefunden, wo das Mare Serenitatis ist? Miau. Vermutlich unter Wasser. Miau. Okay, lass uns in die Vergangenheit reisen. Wie sollen wir das anstellen? Wir müssen die Kräfte von allen vereinen. Okay, macht der Venusnebel, mach auf. Macht der Merkurnebel, mach auf. Macht der Marsnebel, mach auf. Macht der Jupiternebel, mach auf. Macht der Uranusnebel, mach auf. Macht der Neptunnebel, mach auf. Macht der Saturnnebel, mach auf. Macht der Plutonebel, mach auf. Macht der Mondherzen, mach auf. Macht der Mondnebel, mach auf. Boah, nur gut, dass es nur diese 9 Sailor-Kriegerinnen gibt. Also so in dieser Kombination. Es gibt natürlich noch einen ganzen Haufen mehr. Verdammt. Meine Brust. Meine Brust tut weh. Auch in diesem Leben verfolgt mich diese elende Sache. Anscha. Hast du mich gerufen, Abzu? Diamond vom Schwarzen Mond ist mit dem Rosenkristall in die Vergangenheit gereist. Diamond und der Rosenkristall? Außerdem sind auch die Sailor-Krieger auf dem Weg in die Vergangenheit. Wenn die Sailor-Krieger den Rosenkristall in die Hände bekommen, können wir das Schicksal nicht ändern. Oh. Gibt es keine Möglichkeit, sie zu stoppen? Wir müssen den Kristall nicht zurückholen. Wir müssen den Kristall nicht zurückholen. Du kannst also die kleine Lady treffen. Oh, wirklich? Aber ist der Silberkristall nicht mächtig und unaufhaltsam? Ja, aber zu der Zeit, in der die Sin und die anderen gereist sind, ist der Silberkristall noch zersplittert. In 7 Splitter, die man Regenbogenkristalle nennt. Wenn wir nur einen von ihnen bekommen und behalten, wird das Schicksal massiv ändern. Mit 7 Splittern kann der Silberkristall wiederhergestellt werden, aber 6 werden für die Wiederherstellung nicht reichen. Und seine Macht wäre schwach und... Anscha, du und die kleine Lady, euer sozialer Unterschied wäre nicht mehr vorhanden. Im Gegenteil, eine Zukunft voll neuer Beziehungen stünde dir bevor. Ich verstehe. Ich sollte Sin von den 7 Regenbogenkristallen erzählen. Aber warum erweckt Abzu Dinge wie den Schwarzen Mond wieder zum Leben? Es wird schon in Ordnung sein.
Sicherlich ist Diamond dieses Mal Sin und ihren Freunden mehr als ebenbürtig. Ich bitte dich, Ansha. Was auch immer passiert, wenn ich in dieser Zeit verschwinden sollte, nutze deine Kraft. Ja, ich habe verstanden. Mit der Kraft, die Apsu wiederbelebte, sollte das alte Schicksal nicht wiederkehren. Wie auch immer, ich habe nicht die Macht, durch die Zeit zu reisen. Nur du kannst diese Kraft heraufbeschwören. Aber dank dieser Kraft hatte ich die Chance, das Schicksal der Vergangenheit zu sehen. Apsu? Bist du in Ordnung? Mach dir keine Sorgen. Wenn ich doch nur den Silberkristall hätte, dann würden diese Schmerzen aufhören. Gut, ich reise in die Vergangenheit. Wenn ich euch nicht gefunden hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mein Schicksal zu ändern. Wow, rennt um euer Leben! Der schwarze Mond ist zum Leben erwacht! Warum musste Mama und Papa sterben? Warum? Warum sind die Sailor-Krieger uns nicht zur Hilfe geeilt? Sie haben die Macht, den schwarzen Mond zu bekämpfen. Aber hier sind keine Sailor-Krieger. Sin. Sin, kannst du mich hören? Wer ist da? Ich bin Schaman, ich bin Schamanin Apsu. Was für ein bedauerlicher Vorfall. Sin, hast du den schwarzen Mond? Ist das nicht offensichtlich? Aber hast du auch die Sailor-Krieger? Habe ich das richtig verstanden? Sailor-Krieger? Ja, warum haben sie uns nicht geholfen? Wenn sie uns geholfen hätten, könnten Mama und Papa noch... Was glaubst du, was sie jetzt gerade tun? Sie beschützten den Silberkristall. Es scheint, als wäre der Silberkristall wichtiger als eure Leben. Sind Menschenleben nicht genauso wichtig wie der Silberkristall? Nun, Sin, findest du, dass man das billigen sollte? Niemand würde das billigen, aber die Sailor-Krieger tun es trotzdem. Ja, das ist unverzeihlich. Wäre ich im Besitz ihrer Macht, hätte ich es nicht zugelassen, dass Mama und Papa sterben. Ich kann dir eine Kraft verleihen. Eine Kraft wie die der Sailor-Krieger. Was ist das? Ja, das ist die Kraft, die die Sailor-Krieger besitzen. Sie ist so wunderbar. Wie sieht's aus, Sin? Möchtest du dich mir anschließen? Du könntest dann deine Eltern rächen und die nicht auch nur ein kleines bisschen Hilfe von den Sailor-Kriegern erhielten. Und die Ursache dafür scheint der Silberkristall zu sein, also... Okay, gut, dann ist es entschieden. Papa, Mama. Aber ich habe eine Bedingung. Ansha muss mitkommen. Das ist in Ordnung. Und dann fliegen sie gen Himmel. Was? Oh, was ist das? Die Kraft dieses Jungen. War dieser Vorfall ebenfalls Schicksal? Was soll ich bloß mit diesem Zorn anfangen, was ich auch tue? Sicher wurde mein Untergang nur vereitelt, weil du da warst, Ansha. Ich wünsche mir den Silberkristall, bevor mein Leben erlischt. Oh, wait. Die Musik kenne ich doch. Das ist die Welt der Vergangenheit. Seid ihr alle okay? Oh, ja.
Du auch, Sailor Saturn? Ja, mir geht's gut. Wo sind... Wo sind wir? Das ist die Erde in der Vergangenheit. Sie sieht so friedlich aus. Da kommt jemand. Seid gegrüßt, zukünftige Königin, Prinzessin und alle Sailor-Krieger. Du bist... Ich bin Radina. Wir haben euch erwartet. Bitte folgt mir zu meinem Haus. Die Zeitreise hat euch viel Energie gekostet. Es wäre gut, wenn ihr euch eine Weile ausruht. Was sollen wir jetzt tun? Sailor Moon, lass uns zu ihrem Haus gehen. Ja, aber man soll mit niemandem gehen, den man nicht kennt. Das hat Mama mir immer gesagt. Aber sie scheint ein guter Mensch zu sein. Das geht in Ordnung. Diese Frau ist in Ordnung. Ich habe sie bereits getroffen, aber da war sie ein Geist. Okay, lasst uns gehen. Ich spüre keine böse Energie bei ihr. Ja. Ja. Wo sind denn alle hin? Es ist sinnlos. Die Sailor-Kriegerinnen haben ihn sicherlich schon weggeschnappt. Diamond. Ich frag mich, wohin er verschwunden ist. Vergebt mir, ich konnte die Sailor-Kriegerinnen nicht verjagen. Aber dass der Rosenkristall, der Rosenkristall wird ihnen nicht in die Hände fallen. Das stimmt. Wir sollten das Schicksal nicht verändern. Es wäre sinnlos. Es bringt nichts. Wenn wir das Schicksal in dieser Zeit verändern würden, würden wir verschwinden. Sin, deine Pflicht ist es, den Rosenkristall zu bekommen. Bring ihn her. Wir haben keine Zeit dafür. Aber wir können die Sailor-Kriegerin jetzt nicht verfolgen. Lasst uns Diamond suchen. Das ist so nervig. Wie auch immer, es ist nun mal so, weil es nichts bringt, zu versuchen, einen Rosenkristall zu bekommen. Ich stelle mich lieber nochmal vor. Ich bin die weise Radina. Eure Ankunft hier in dieser Zeit wurde vorausgesagt, zukünftige Sailor-Krieger. Hey, das ist cool. Wenn sich das Schicksal ändert, kannst du vielleicht voraussagen, was passieren wird. Ja, eine Weise kann so etwas tun. Königin Perilla könnte das auch. Königin Perilla. Könnte es dieselbe Perilla sein? Sailor Moon, Königin Perilla ist... Ich verstehe. Sailor-Krieger? Das ist der Beginn eurer Reise. Also seid... Sailor-Krieger, das ist der Beginn eurer Reise. Also seid meine Gäste und nutzt mein Haus für was auch immer. Was immer ihr tun wollt, ich bin damit einverstanden. Wenn ihr etwas nicht versteht, dann kommt ruhig zu mir und bittet um Hilfe. Ich werde euch den Weg zeigen. Das ist meine Pflicht einer Weisen. Ihr findet mich im Venustempel. Lebt wohl. Gut, lasst uns jetzt nach dem Rosenkristall suchen. Wartet! Es wäre ziemlich verdächtig, wenn wir alle auf einmal hier herumlaufen. Wir sollten uns lieber in zwei Fünfergruppen aufteilen. Miau, miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Wartet! Was ist los, Shibimon? Ich muss unbedingt mitkommen. Nein. Es ist meine Pflicht, den Rosenkristall zu finden. Nein. Ich muss. Ich muss. Ich muss mitkommen, um Momoro zu helfen. Da kann man wohl nichts machen. Doch. Sie einfach... Ihr einfach sagen nein. Es ist lustig. Du bist Sailor Moon so ähnlich. Natürlich. Sie sind doch Mutter und Tochter. Was sagst du da? Ich... Okay, lasst uns wählen. Hey Mars! Oh, ich will nicht. Nicht mit... Oh. Warum?
Okay, Sailor Venus kommt mit. Sailor Uranus kommt mit. Und Sailor Satan kommt mit. Das sind meine Homies. Miau, 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 miau. Miau. Ich habe schon einige Nachforschungen angestellt, aber jetzt, wo wir hier sind, will ich gern weiter forschen. Miau, 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 miau. Ach ja, werde ich das? Miau. Du siehst mich immer noch so an, ich verstehe. Warte auf mich hier. Ich werde hier warten. Miau, 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 miau. Ja. Miau, miau, miau. Ja, ist gut. Du auch. Kann ich vielleicht jetzt einfach Sailor Shibimon rauskanten? Willst du die Gruppe ändern? Ja. Nein! Nein! Ich will Sailor Shibimon nicht! Niemand will Sailor Shibimon! Oh Mann! Na gut, okay. Wir wissen ja, wo der Venustempel ist. Wir sind hier in dem Dorf, wo die Mädels wohnen. Das heißt, der Venustempel ist hier oben. Ja, okay. Macht hier mit der dramatischen Musik weiter. Wir laufen hier einfach hoch. Da ist sie ja. Hallo. Als erstes solltest du nach der Arche suchen. Toll. Ich weiß, wo die Arche ist. Die Arche ist nämlich hier entlang. Und ich wette mit euch, die Gegner sind die gleichen schwachen Gegner wie am Anfang, die wir hier einfach so umholzen. Moment, das will ich ganz gerne herausfinden. So, jetzt kommt ein Schuss und tot. Sag ich doch. Und jetzt gibt's so 8, 11 Erfahrungspunkte. Ich wusste es. Nicht, die Entwickler haben sich nicht mal die Mühe gemacht und haben die Gegner hier angepasst an der Stelle. Oh, ist das frech. Oh, ist das frech. Also jetzt gegen Ende hin bin ich richtig sauer auf das, was die hier hingerotzt haben. Meine Güte, das wäre ein so geniales Spiel gewesen, wenn die sich zumindest zum Ende hin ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. Ich meine, das ist wieder dieses typische Random Shit Appears, ja? Und so, ja, komm, lass die nochmal dahin gehen, wo die eh schon waren, der Venustempel und so, ich weiß schon. Oh, Rubeus! Dieses Mal werdet ihr sterben, Sailor-Kriegerin. Bist du das, Bunny? Es ist eine Weile her, was? Also bist du eine Sailor-Kriegerin geworden? Wieso bist du eine Marionette der Opposito Senshi geworden? Opposito Senshi? Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Erzähl uns etwas über den Rosenkristall. Ich werde euch gar nichts darüber verraten. Ich würde ja gerne mit euch weiter plaudern, aber nun ist es an der Zeit für euch zu sterben. What? Ich glaube, ich stecke nicht so tief in der Lore drin an der Stelle. Sonst hätte ich sicherlich verstanden, worum es hier eigentlich geht. Ach, Sailor Shibimon. Hast du irgendwas, was uns irgendwie weiterhelfen kann? Natürlich nicht. Riesengroße Abneigung. Okay. Der hat eine richtig hohe Verteidigung. Das muss man ihm mal echt lassen. Und jetzt kommt's. 3. Treffer! Sailor Shibimon würfelt ihren Schaden auf einem W6. Ich frage mich echt, oh, wenn schnell. Alter! Ja. Aber das Spiel gibt einem auch nicht die Chance, hier vernünftig zu leveln.
Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Ich werde einfach... ich werde mit... Das bringt auch nichts. Wenn ich mit Sailor Shibimun jetzt in diesen, in dieses, Anwesen gehe, wo die krassen Gegner rum, mich hier umgenatzt haben, ja, dann würde das trotzdem nicht ausreichen. Oh, krass. Okay. Dann hau drauf. Und Sailor Shibimun nimmt dann... Nee, das ist Eau de Cologne. Selbst dann würde es nicht ausreichen, dass Sailor Shibimun mit den anderen auf, also nachzieht. Ja, und da stirbt sie auch noch. Leute, kann mir dieses Spiel nicht einfach... Also ich nehme lieber eine Kriegerin weniger mit als Sailor Shibimun zurzeit. Das ist doch... Das ist doch echt frech. Naja, zumindest, ne? Die, die das nötige Level haben, die sind zumindest relativ safe. So. Jetzt können wir hier wieder ein paar Sonderfähigkeiten einsetzen. Nee. Also, Sailor Shibimun kann genau eine einzige Sache machen. Und zwar kann sie versuchen, sich einfach mal am Leben zu halten. Ja, das würde es zumindest einfacher machen, weil sie dann Erfahrungspunkte bekommt. Das gibt's einmal nicht. Ja, futter eine Lunchbox. Tatsächlich müsste ich schauen. Also, Shibimun muss auf jeden Fall sich irgendwie mal ein bisschen heilen. Nigiri Sushi. Genau. So. Dann Macht des Schwertes. Und Saturn muss jetzt nochmal Shibimun heilen. Weil, wenn sie das nicht macht, wenn sie das nämlich nicht macht, ist Shibimun jetzt mit dem nächsten Angriff definitiv wieder weg. Ja, dann machen wir es so. So, jetzt sind wieder alle geheilt. Damit kann Shibimun jetzt auch wieder einen Schlag kassieren. Sag ich doch. Wenn die anderen das machen, was eigentlich alle machen sollten. Ich bin so stolz auf dich, Shibimun. Du bist so klasse. So. Du greifst nochmal an. Nee, Blödsinn. Du gibst uns allen nochmal Eau de Cologne. Shibimun gibt eine Sushi-Box. Du machst Macht des Schwertes. Du machst Wiederkehr des Todes. Ernsthaft, Sailor Moon pennt. Das wäre ja auch zu schön. Nee. Du machst hier einfach weiter. Alter. Mit 202. Wenigstens hat sie eine Funktion. Sie heilt auch noch den Rest der Gruppe. Das ist zumindest mal
bisschen Bonus an der Stelle. Und das nur, weil sie sich selber am Leben halten muss. Alter. Und sie kriegt einfach einen Schuh nach dem anderen ins Gesicht. Wow. So, Sailor Shibi Moon bekommt genau ein Level dafür. Ist das geil. Verdammt. Dieses Mal dachte ich, dass der schwarze Mond ist. Nicht denken. So, welche Stufe hat sie? Stufe 19. Das ist so cute. Aber zieht euch mal rein, wie viel Kohle ich habe. Ich krieg das Geld nicht mal mehr weg. So, einmal die Jagersuppe hinterher. Oh, ah nee, sie hat ja ein Level up. Also hat sie jetzt wieder alle Lebenspunkte. Oh, ist das... Schlimmer kann es nicht werden. Warum ausgerechnet Shibi Moon? So. Ja, ich möchte das Spiel speichern. Traurig, aber wahr. Boah. Okay, aber wir haben hier den Teleporter. Möchtest du auf die Arche? Ja, wir sollten ja zuerst die Arche suchen. Und da sind wir wieder. Hallo. Oh, wie gemein. Also, das Ich aus der Zukunft hat die Boxen der Vergangenheit geplündert. Ja, das ist doch mal Logik. Aber... Kleiner Moment, wir haben ja noch hier Accessoires. Vielleicht können wir damit irgendwas erreichen. Nichts, 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 nichts. Geil. Dieses Spiel versucht mir gerade zu sagen, Sailor Shibi Moon ist so dermaßen nutzlos, dass sie selbst keine Items tragen braucht. Geil. So, ich mache hier jetzt erstmal einen Cut, bevor ich mega Enrage gehe. Und bis gleich.